Give me that, Bro 5. Hier ist wieder Kryntos und ich sage Welcome back to Doom Eternal. So, und bevor ich jetzt mit der Folge weitermache, werde ich mal unseren Anzug ein bisschen aufrüsten. Jetzt haben wir nämlich genug Prätorenmarken gesammelt, um das hier freizuschalten. Und damit werden die ganzen Gegenstände auf der Karte angezeigt, die wir gerne einsammeln wollen. Und jetzt kann ich nämlich auf einen Blick sofort sehen, ob wir irgendwas übersehen haben oder nicht. Was ich auf jeden Fall nicht freischalten werde, ist diesen Gegenstandsklassifikator. Und das ist nämlich das hier, dann wird hier überall angezeigt, was ist. Also ob das hier, ob dieses Fragezeichen ein Codex-Eintrag ist oder ob dieses Fragezeichen jetzt ein Spielzeug ist. Und das bringt mich aber durcheinander, dann kann ich nicht mehr sehen, was wir schon eingesammelt haben und was nicht. Und das finde ich sehr verwirrend, das habe ich blöderweise in meiner Probeaufnahmesession genommen. Und da werde ich jetzt in Zukunft sehr viel Spaß haben und mich fragen, ob ich das jetzt schon habe oder nicht. Also, ob ich das entsprechende Ding schon eingesammelt habe oder nicht. Aber naja, ich habe ja auch noch einen zweiten Spielstand. Vielleicht kann ich da das zweite und das dritte Level auch nochmal so spielen. Bis dahin spielen. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz was machen. Das hier ist nämlich ein ganz, ganz fieses Ding. Diese Viecher sind nämlich unheimlich gut darin, die auszuweichen. Und die muss man dann einfrieren. Zersäg die doch mal, wenn ich dir das sage. Sehr gut. Das Schöne daran ist nämlich, dass diese Explosion auch anderen Gegnern schadet. Ach, scheiße, Mann. Aber für diese Schildwichser brauche ich einfach wirklich mal ein bisschen Munition für die Plasmakanone. Die waren ja so schwer in Doom 4, also in Doom 2016. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich Doom 4 oder Doom 2016 sagen soll. Jo. Genau. Machen wir mal weiter. Das ist echt eine unheimliche Entlastung für mich, dass ich auf einen Blick sehen kann, ob hier irgendwo ein Geheimnis ist oder nicht. Teilweise sind die Geheimnisse halt trotzdem ein bisschen schwerer zu finden. Hier werden wir auf jeden Fall dem Raketenwerfer die Zielerfassungssalve geben. Finde ich nämlich super gut. Und wir können eigentlich auch mal unsere Waffenpunkte ausgeben. Wir haben ja jetzt schon wieder einige. Da muss ich mal gucken, was wir eigentlich machen. Ich glaube, ich werde der Kampfschrotflinte jetzt mal schnelleres Nachladen für die Haftbomben geben. Dann schalten wir nämlich die Meisterschaftsherausforderung frei und da müssen wir 25 Arachnotron-Geschütze mit Haftbomben ausschalten. Da muss man mich mal dran erinnern, dass ich das auch wirklich mache. Und dann können wir der Zielerfassungssalve vielleicht noch irgendwas geben. Oder geben wir dem Präzisionsbolzen was? Ja, wir geben mal dem den Schnelllader. Damit er schneller nachlädt, weil der Präzisionsbolzen ist auch ziemlich wichtig, finde ich. Achso, das müssen wir ja erst freischalten. Die Zielerfassungssalve. Ja, jetzt haben wir nicht mehr genug für irgendwas. Wir brauchen noch einen weiteren und dann können wir wieder irgendwas verbessern. Ihr kleinen Wichser. Da gehen wir aber jetzt mal hier oben lang, weil wir da ein weiteres Geheimnis finden. Und zwar ist es eine weitere Prätorenmarke. Genau. Sonst wären wir jetzt einfach hier den Weg runtergekommen, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Gut, gut, gut. Die Hopp. Übrigens freue ich mich sehr darüber, dass so eine rege Aktivität unten in den Kommentaren ist. Also das ist für einen YouTuber wirklich... Guck mal. Das ist ein kleiner Staubsaugerroboter. Der kann jetzt
Du fragst dich vielleicht, obwohl wir hier so viel Metzeln und obwohl hier so viele triefende Dämonen rumrennen, warum ist das hier überall so sauber? Das haben wir alles bloß diesem kleinen Helfer zu verdanken. Ich brauche auch so ein Teil für mein Zuhause. Die Bestie naht, meine Brüder und Schwestern, doch sie ist schwach. Euer Hass muss ihrem Willen ebenbürtig sein, nur dann seid ihr wahrhaft gerettet. Das hier ist auch eine relativ schwere Sache. Also hier geht's auch wieder so richtig scheiße ab. Ah, scheiße. Also für einen YouTuber ist es wirklich sehr wichtig, dass du in den Kommentaren unten schreibst, ich rede halt hier die ganze Zeit und kann eigentlich nur darauf warten, dass du mir antwortest. Unten, weißt du? Und das ist für mich halt eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich irgendwie mitbekomme, was denkst du eigentlich darüber, was ich hier so mache. Und zum Beispiel hat mir Pascal jetzt letztens auch gesagt, dass der Ton besser geworden ist. Erstmal hat er mich in der ersten Folge oder in der zweiten Folge unten darauf hingewiesen, dass der Ton irgendwie zu leise war. Also meine Stimme war zu laut und der Spielsound war zu leise. Scheiße. Ach komm schon. Lass mich ein bisschen drauf konzentrieren. Und dann hat er mich jetzt in der letzten Folge, glaube ich, in der vorletzten Folge darauf hingewiesen, dass der Sound jetzt okay ist. Gerade auch in den Kämpfen und so. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich da einiges dran drehe. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist oder ob du das so merkst. Ich muss hier in Bewegung bleiben, sonst ist alles verloren. Ach du Scheiße, das ist ja so einer. Nein, nein, nein! Ihr Penner! Ich muss mal einen zersägen. Nehmen wir doch mal dich. Alter! Wir werden hier gleich wieder ein Leben verlieren. Ich sehe das schon kommen. Vor allen Dingen, wenn ich hier so rumeier. Warum ist die denn leer? Ja, siehst du. Mann. Wir haben nur noch zwei und wir brauchen die später noch. Das hier ist ja alles nur Aufwärmübung. Gib mir all deine... Gesundheit, Gesundheit! Ich brauche Gesundheit! Na, 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 na. Ich bin jetzt mal still. Das ging voll in die Wand. Komm schon, komm schon. Jetzt habe ich mich selber in die Luft gesprengt. Das darf doch nicht wahr sein. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen gerade. So. Jetzt haben wir leider da auch wieder ein bisschen was abgekriegt. Hammergeil. Scheiße, der ist ja leer, der ist ja leer. Ich wollte gerade eine Granate auf den abschießen. Du bist ja noch gar nicht tot. Jetzt aber. So, haben wir es jetzt langsam? Jawohl. Gut. Guck nochmal ganz kurz auf die Karte. Denn ab und zu übersieht man ja auch mal ein extra Leben. Aber das haben wir hier nicht. Bisschen Munition noch überall auffüllen, das ist noch sehr wichtig. Und natürlich Lebensenergie und lauter so ein Shit. Hallo und so? Was machst du denn da noch? Kannst du uns noch ein bisschen Munition auffüllen? So, und jetzt können wir auch weitergehen. Warum bin ich immer der Meinung, irgendwas übersehen zu haben? Du dummes Sackgesicht.
Also vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und für den ganzen positiven Zuspruch. Ich brauche das wirklich. Also jeder YouTuber braucht das irgendwo. Weil du sitzt hier halt vor der Kamera und du hast keine Ahnung, ob irgendjemand das gut findet, was du machst. Ein weiteres Geheimnis. Gut. Aber war hier nicht noch was? Ach so, das war ja diese Zelle. Okay. Und hier drüben... Ja, da kommen wir später noch hin. In seiner Vernichtung liegt eure Erlösung. Seht ihr es, Brüder? Der Mythos des Slayers ist entblößt. Er hat den Willen verloren, um weiterzumachen. Verschlingt seine Seele. Ich muss überleben. Schützt mich in der Not. Dann soll euch ein Platz in der neuen Welt sicher sein. Er ist schon so ein Anführertyp, ne? Übrigens greifen die uns hier nicht an. Ich habe die das letzte Mal einfach hier weiter das grüne Licht anbeten lassen. Aber ich glaube, ich mache die jetzt einfach mal platt. Ach, guck mal, die machen gar nichts. Schluss mit Anbetung. An sich können wir an denen mal ein bisschen die Kettensäge ausprobieren, oder? Achso. Die werden jetzt alle hingerichtet. Scheiß Kultisten. So. Ende Gelände. Ah, also kriegt man hier doch was. Man muss die umbringen. Hätte ich mir ja denken können. Ich habe gedacht, man kriegt was, wenn man die mal leben lässt. Aber ich meine, wir spielen Doom, ne? Und nicht My Little Pony oder so. Achso, warte mal. Hier ist doch noch irgendwo was. Ich weiß, dass hier noch was ist. Da bin ich mir jetzt ganz sicher, dass hier irgendwo was ist. Aber wo? Das ist die Frage. Vielleicht müssen wir hier drüben hin. Ich will jetzt nicht, dass der uns hier irgendwie wegbringt. Ich kann mich nicht mehr so 100% erinnern, ob das so war oder nicht. Und du siehst ja auch, dass hier unten dieses Fragezeichen ist. Ne? Du siehst das so ähnlich wie ich. Sag mal, siehst du das genauso? In etwa so wie ich? Scheiße. Jetzt hätte ich uns fast hier runtergestürzt. Das ist nämlich etwas, wo man schnell drauf reinfällt. Scheiße! Ist ja noch nicht aufgeladen. Naja, ist nicht so schlimm. Ich stelle mich jetzt auf diesen komischen Punkt. Ich glaube, das geht dann einfach weiter. Wenn nicht, müssen wir halt am Ende des Levels zum Heuer her. Der Super-Shotgun ist in der Nähe. Ein Relikt ihrer Vergangenheit. Die Priester hielten sie an diesem Ort vor ihnen versteckt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich bin der Meinung, da unten war noch... Kam man noch irgendwie hin. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt kommt eine richtig geile Sache. Das ist einfach so... Ach nee, das kommt nicht sofort, aber das kommt gleich. Und zur Not kommt das in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen kämpfen, deshalb werde ich hier... Deshalb werde ich hier erstmal die Munition noch auffüllen. Baby! Unsere Super Shotgun. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als hier runter zu hüpfen. Das ist für dich nicht weiter interessant, das ist einfach so... Das sind... Sterblich gehandicaptes Personal. Der Slayer hat die Einrichtung betreten. Bitte mit Aggression vorgehen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die andere Granate benutzen. Muss ich mal ganz schnell die Waffe wechseln?
Warum seid ihr so gemein zu mir? Du kleines, flutschiges. Das haben die leider drauf. Wie böse das einfach ist. Da können wir mal versuchen, das hier noch ein bisschen voranzutreiben. Na also. Also diese Haftbomben-Meisterschaft. Weißt schon, was ich meine. Ach so, hier sind ja diese Bodendinger. Ach so, das geht ja jetzt erst noch richtig ab hier, nein! Oh, gib mir Gesundheit. Das ist zwar nicht die Waffe, die ich gerade wollte. Ach so, die ist leer. Shit. Dann müssen wir mal ganz fix auffüllen. Denn... Scheiße, jetzt habe ich die Wand berührt. Jetzt geh doch endlich mal drauf, Mann. Ja, friss das, Mann. Du kannst unsere Munition wieder auffüllen. So, dann haben wir nur noch den. Ach nee, dich haben wir auch noch. Gut. Na, das ist doch mal fett. Das geht später auf. Genau. Und die Herausforderungen, diese Herausforderungen sind mittlerweile so schwer, das glaubst du nicht. Jetzt holen wir uns erstmal die Automap. Das hatte ich noch im Kopf, dass die um die Ecke ist. Genau, so wird's gemacht. So, und damit haben wir ja auch jetzt alle Herausforderungen erledigt. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll, ehrlich gesagt. Ich hätte, glaube ich, gerne mal ein bisschen mehr Gesundheit, weil es wird jetzt richtig garstig in der nächsten Zeit. Ja, nehmen wir uns das. Finde ich gut. Haha, ich weiß schon, wo ich den hinstecke. Na gut, und dann machen wir jetzt mal... Versuchen wir das mal. Das wird richtig schön schwer, so wie ich es mag. Da bin ich das letzte Mal ein paar Mal draufgegangen, ehrlich gesagt. Du machst nicht dein verdammtes Schild an. Sehr gut. Irgendwie war es jetzt viel einfacher, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich, weil ich wusste, welche Dämonen auf uns warten. Gut, die gut, die gut. Ich bin so paranoid. Es tut mir ein bisschen leid, aber... Ja, aber es sieht gut aus. So, und unsere Folge ist leider wirklich schon wieder am Ende. Ob man es glaubt oder nicht. Aber in der nächsten Folge kannst du dich auf ein richtig cooles Feature freuen. Das wird richtig lustig. Ich will es aber nicht verraten. Ich will nicht spoilern. Ich bin der Meinung... Ja, wir haben jetzt gerade voll. Nee, da müssen wir gar nicht hin. Na gut. Thank you.
kann mich so schlecht loseisen, aber ich muss. Sonst komme ich mit der Bearbeitung nicht hinterher. Kleiner Sack. Kommt in meine Sammlung. So, und ich muss jetzt wirklich aufhören. Ich werde mal groß. So, wieder einiges geschafft. Das Spiel ist immer noch hammergeil und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibst du so cool, wie du bist. Ich bleib so cool, wie ich bin. Und ich sage bis dahin, ciao! Hier ist wieder Kalendos und ich sage, welcome back to Dixon. Und ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte das alles hier nicht, weißt du? Ich wollte eigentlich bloß zur Kaiserin. Ich wollte ihr meinen Brief geben. Was macht ihr denn da? Eine Albino-Ratte und ein Schuss Albino-Ratte. Also du guckst doch jetzt nicht... Oh. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt müsste ich dir auch noch alle umbringen. Kommt schon.